Ein Dream. Mhm. Ich weiß, das ist stupid. Das ist ein Ego-Ding. Coffee Cup muss zelebriert werden, der ist nämlich neu. Was Neues, was wir gemeinsam taste testen. Wie der Halbmarathon war. Ja, und wie es mir jetzt so geht. Zu einem neuen YouTube-Video. Eventuell hört ihr es ein bisschen an meiner Stimme. Ich bin etwas angeschlagen, weil letzte Woche war sehr viel los. Ich war auf Mallorca, ich war in London, ich bin Halbmarathon ohne Vorbereitung gelaufen. Ja, dahingehend werde ich euch in diesem Video sehr viel updaten, hoffentlich. Ansonsten nehme ich euch einfach mit, was ich den Tag über so mache. What I eat in a day. Jetzt gerade gibt es hier schon ein Flat White Latte Art, ist leider ein bisschen misslungen, aber mein Coffee Cup muss zelebriert werden. Der ist nämlich neu. Flat White. Mit Soja, Mandel und Hafermilch kombiniert, aber irgendwie schon gerade gar nichts mehr an den Milchalternativen, die ich da habe. Ich weiß auch nicht, deswegen ja, ist die Latte Art nichts geworden, deswegen erspare ich sie euch. Nachher gibt es vielleicht eh nochmal einen Kaffee, dann kriege ich das hoffentlich wieder besser hin. Aber ja, ansonsten habe ich jetzt eh hier gleich meine ersten Meetings. Wir haben Mittwoch 9 Uhr und ich werde euch aber, wie gesagt, heute eh den ganzen Tag über mitnehmen, was ich so esse und ja, was die letzte Woche so passiert ist, wie der Halbmarathon war. Ja, und wie es mir jetzt so geht. Genau, und ja, that's it. Ich genieße meinen Coffee und lege hier erstmal los. Nochmal ein anderes Outfit, weil das ist ein neuer Jumpsuit von Teveo und dafür habe ich gerade ein paar Bilder gemacht in meine Story noch. Und das ist mein first meal of the day. Es gibt eine Yogurt Bowl. What else? Wir haben Sojajoghurt diesmal mit Schokoprotein von Getvuel zusammengemixt mit Flohsamenschalen, weil Getvuel im Proteinpulver ist Guarkernmehl. Das heißt, macht es eh schon so eine etwas dicker, cremige Konsistenz. Das heißt, also gerade zum Beispiel im Vergleich mit dem von Hey Natural, was ich auch super gerne verwende, aber das von Getvuel, ich kann auch mal meine Kopfhörer hier abziehen, das von Getvuel macht einfach nochmal so eine cremigere Konsistenz. Das heißt, wenn ihr da Flohsamenschalen mit reinpackt noch, so wie ich das eben mache, dann braucht ihr ein bisschen mehr Wasser noch. Dann habe ich Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren, mein Granola, I'm so sorry. Ich habe es euch schon in meinem letzten What I Eat gezeigt, mein Granola. Und dann gesagt, dass ich das Reel mit dem Rezept verlinken werde. Ja, ich habe es bisher noch nicht geschafft, das Reel zu schneiden. Werde ich machen und ich hoffe, bis Sonntag ist es dann da. I'm sorry. Dann bekommt ihr auch das Rezept endlich, weil es ist wirklich Heaven. Und was auch Heaven ist, ist dieser Klecks an Peanut Butter. Ihr habt auch schon gesehen, bei der Zubereitung, glaube ich, habe schon ein bisschen Erdnussmus gelöffelt. Ich habe schon ein bisschen Granola pur gesnackt. Ja, aber dieses Erdnussmus habe ich aus London mitgebracht. Ist nämlich von Moneylife. Liebe ich. Man bekommt es nur irgendwie nicht mehr in Deutschland. Früher gab es das bei Foodist, also was ja dann zu About Food geworden ist. Aber ganz, ganz früher Foodist, way back. Die hatten das immer und ich finde es so geil. Und ja, wie gesagt, ich war jetzt ja diese Woche, also ich war am Wochenende, erzählt ihr euch gleich noch, ich hole euch gleich ein bisschen ab, wie gesagt, was die letzte Woche angeht, waren wir ja in London. Und genau, da haben wir uns das mitgenommen. Deswegen, davon ist ein Klecks hier noch mit drin. Und das ist meine erste Mahlzeit und ich würde sagen, die genießen wir gemeinsam. Wie gesagt, ich verbringe jetzt mal kurz meine Mittagspause mit euch, update euch ein bisschen und dann ja, seid ihr auch mal auf dem Laufenden. Ein Dream. Mm-hmm. Okay, also. Oh, das ist so lecker. Ihr habt mitbekommen, eventuell einen Halbmarathon mit Caro haben wir uns gemeinsam registriert für. Als ich auf einem Boot in Australien war, Caro war in Deutschland, im März war das, haben wir uns angemeldet für einen Halbmarathon in London. Jetzt ist ja raus, jetzt können wir es sagen. Wir haben nämlich die ganze Zeit immer gesagt, wir laufen einen Halbmarathon an einem Special Place, weil wir dachten uns, wenn wir das machen, dann wollen wir es irgendwie an einem coolen Ort machen. Dann haben wir eben diesen Halbmarathon in London gefunden, haben uns angemeldet, sind beide so ein bisschen in die Vorbereitung gegangen. Also wir haben uns von vornherein gesagt, wir machen uns da gar keinen Stress, es ist für uns einfach nur das Ding,
dass wir ins Ziel laufen wollen. Aber es ist jetzt für uns jetzt nicht so, dass wir eine bestimmte Zeit irgendwie unbedingt erreichen müssen in diesem Halbmarathon. Also wir sind da sehr entspannt reingegangen, wollten uns auch keinen Stress mitmachen, sondern wie gesagt, einfach nur für die Experience und ja, einfach so das Ding an sich, einfach durchs Ziel laufen. So, bin einmal die Woche joggen gewesen und dann habe ich auch zweimal so Sprints gemacht und dann habe ich mir ein Schienbeinkantensyndrom dabei zugezogen. Also ich glaube wirklich, dass das von den Sprints kam. Dann hatte ich erstmal dieses Schienbeinkantensyndrom. Dadurch habe ich halt sehr viel mehr Last auf mein anderes Bein oder meinen anderen Fuß gelegt, wodurch ich dann einen vermutlich Mittelfußknochenbruch hatte und konnte quasi nichts mehr machen. Habe mich sehr, sehr doll geschont. Also ich konnte zum Beispiel noch nicht mal mehr ins Gym laufen. Ich bin ins Gym mit dem Auto gefahren und das würde ich sonst halt echt nicht machen. Und ihr wisst auch, ich liebe meine Spaziergänge sonst und so. Ja, falls euch dieses Thema genauer interessiert, ich bin in vorherigen Videos schon auf Schienbeinkantensyndrom, was ich so gemacht habe, wie ich damit weiter trainiert habe und so, intensiver drauf eingegangen. Also das war vor 3 Monaten. Das heißt, ich bin seit Mai wirklich auch kein einziges Mal mehr joggen gewesen. Da war auch, wie gesagt, überhaupt nicht, gerade im ersten Monat war da überhaupt nicht dran zu denken für mich, weil es auch einfach nicht ging. Also ich hatte schon echt gut Schmerzen. Jedenfalls war es auch damals so, als ich meine Diagnose für dieses Schienbeinkantensyndrom bekommen habe, habe ich der Orthopädin natürlich auch gesagt, so, jo, ich laufe in der Theorie am 1. September einen Halbmarathon. Wie sehen Sie das denn? Und sie war so, safe nicht. Und ich war so, wollen wir doch mal sehen. Und wie gesagt, ich habe sehr, sehr viel geschont und für mich war irgendwie trotzdem so das Ding, dadurch, dass ich mich dafür angemeldet habe und dass ich mir das als Ziel gesetzt habe, diesen Halbmarathon zu laufen, muss ich ehrlich sagen, bei sowas fällt es mir dann schwer, also wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, was ich machen will, dann davon loszulassen. Ja, deswegen war für mich die ganze Zeit so, ich glaube, ich werde das trotzdem machen. Je nachdem, wie es mir geht natürlich, das hatte ich die ganze Zeit so im Hinterkopf. Also wenn es wirklich gar nicht geht und ich bis zu dem Zeitpunkt immer noch beim normalen Gehen Schmerzen habe, dann werde ich das natürlich nicht machen. Dann ist es auch vollkommen Quatsch, weil sowas kann sich auch wirklich, also kann wirklich komplett in die Hose gehen. Deswegen alles hier mit Disclaimer versehen, by the way. Also macht das nicht einfach so nach. Aber bei mir war es dann so, gerade im August hat sich mein Zustand rapide verbessert. Ich bin ja dann auch das erste Mal wieder auf dem Stairmaster gewesen. Also im Anfang August stand für mich persönlich schon fest, ich werde das safe laufen, weil ich konnte wieder gehen. Ich konnte wieder länger spazieren gehen, ohne dass ich Schmerzen hatte. Und also sowohl im Schienbein als auch im Fuß. Ich habe mir neue Laufschuhe geholt, ich habe mir eine Laufbrille geholt. Ich war good to go. Alle, die das mitbekommen haben, waren halt so jetzt nicht so begeistert, dass ich das halt mache. Ich muss aber auch auf der anderen Seite sagen, es hat irgendwie niemand versucht, mir da reinzureden. Also weder meine Eltern noch so von meinem engeren Circle, die Leute haben versucht, irgendwie mir das auszureden. Ding ist bei mir halt auch, dass ich bei sowas so ein bisschen stur bin. Also wenn ich mir halt was ins, wie gesagt, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann ist es schwer, mich davon abzubringen. Das war, ist eigentlich bei mir auch schon immer so. Dann war ich ja letzte Woche auf Mallorca und die Girls waren dann alle, also das war, wie gesagt, es war so ein Brand-Trip, ein Creator-House. Wir waren 9 Influencer, dann noch vom Team ein paar Leute. Und dann wollten die Girls dort eh joggen gehen. Wie gesagt, es war auf Mallorca, es war super, super schön. Und dann bin ich das erste Mal mit Caro und Lena gemeinsam seit, liebe Grüße, falls ihr das seht, by the way, bin ich das erste Mal mit den beiden nach 3 Monaten wieder joggen gewesen. Super, super slow, 6 Kilometer, aber ich hatte keine Schmerzen. Das war für mich wirklich so erleichternd, weil ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, für mich war halt die ganze Zeit so das Ding, ich will eigentlich das erste Mal erst wieder am Marathon laufen, weil ich schon so ein bisschen im Hinterkopf hatte, dass es was triggern könnte, wenn ich das erste Mal wieder jogge. Und deswegen wollte ich es eigentlich nicht machen, sondern ich wollte halt eigentlich den Halbmarathon einfach laufen und eventuell dann auch mit ein bisschen Schmerzen laufen. Wie gesagt, kein Vorbild, macht es nicht einfach so nach, aber für mich wäre das so fein gewesen, auch wenn ich davon dann wieder ein bisschen mehr an Verletzungen mitgetragen hätte. Nicht judgen, ich weiß, das ist stupid. Das ist ein Ego-Ding. Freitag direkt von Mallorca nach London weitergeflogen, Caro und ich, und sind dann am Sonntag früh den Halbmarathon in London gelaufen und es war easy. Es war wirklich, also ich hatte keinerlei Schmerzen. Generell fand ich den Lauf easy. Also wie gesagt, wir sind auch super slow gelaufen. Es hat voll Spaß gemacht. Also es war, ich muss ehrlich sagen, ich habe es härter erwartet. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt irgendwie so das Ding, dass ich irgendwie gedacht hätte, shit, ich kann nicht mehr oder ich muss mich hier krass durchpushen.
Null. Es war einfach ein angenehmer Lauf, weil man auch so ein bisschen die Stadt halt dabei gesehen hat. Man sieht, das finde ich eh so geil, wenn man in anderen Ländern oder an anderen Locations joggen geht, man sieht ja die ganze Zeit was Neues. Man ist die ganze Zeit abgelenkt. Ich habe nebenbei noch mit euch auf Instagram geschrieben, meine DMs abgearbeitet, Musik gehört. Endlich war mir meine Lauf-Playlist gehört, die habe ich jetzt auch seit, ja, 3 Monaten halt nicht mehr gehört. Und es war irgendwie voll der Vibe. Und dann halt noch mit Caro gemeinsam, also es hat einfach Bock gemacht. Also das zum Thema Halbmarathon als kleines Schienbeinkantensyndrom-Update. Ich habe auch bisher keinerlei Schmerzen. Also ich dachte, okay, vielleicht kommt das dann verzögert, einen Tag später oder so, dass ich dann merken werde, dass es vielleicht doch scheiße war, dass ich es jetzt gemacht habe. Aber bisher wirklich gar nichts. Zero. Ja, ich bin richtig, richtig happy, dass das so gelaufen ist, weil es hätte auch, will ich wirklich nochmal betonen, das hätte auch wirklich geisteskrank schief gehen können. Und ja, ist es zum Glück nicht. Toi, toi, toi. Das dazu. Ich bin am Sonntag einen Halbmarathon gelaufen. Hab davon zwar einen übelsten Muskelkater mitgezogen, deswegen war ich jetzt auch, also Montag sind wir wieder zurückgeflogen aus London. Da habe ich noch nicht gearbeitet. Jetzt gestern Dienstag war der erste Tag, an dem ich wieder gearbeitet habe. Ich hatte also eine Woche Urlaub. Und heute arbeite ich auch. Wie gesagt, mache gerade hier mit euch meine Mittagspause. Ich sollte auch weiter essen, sonst wird das hier nichts mehr mit der Mittagspause. An Gym war bei mir jetzt die letzten Tage auch nicht zu denken. Also Montag sowieso nicht. Gestern erst recht nicht. Gestern hat mich der Muskelkater dann noch mehr aus dem Leben geschmissen. Also mein ganzer Körper gestern war ein Wrack. Ich sag's euch, es war richtig, richtig krass. Ich konnte nicht mal richtig spazieren, weil meine Oberschenkel wirklich so einen dollen Muskelkater hatten, weil ich halt auch wirklich einfach, mein Körper war es ja gar nicht mehr gewohnt, erst recht nicht so lang zu joggen. Also das längste generell, was ich je in meinem Leben gelaufen bin, waren, glaube ich, 12 Kilometer, irgendwie 11, 12, irgendwie sowas. Ja, und Halbmarathon sind 21 und ein paar zerquetschte. Also schon crazy, was der Körper so leisten kann. Also ich finde es wirklich, wirklich krass. Ich war 3 Monate nicht joggen und ich bin einfach einen Halbmarathon gelaufen. Wie krass ist mein Körper bitte? Wie krass? Ich bin da enorm dankbar für. Deswegen das einmal kurz dazu. Ich hole euch später wieder ab, wenn es irgendwie nochmal was gibt. Und ich glaube, ich werde heute aber auch noch nicht ins Gym gehen, sondern gleich einfach nochmal einen Spaziergang machen oder so. Heute Abend vielleicht nochmal einen kleinen Walkie. Eventuell auch mit einer Freundin. Ein bisschen Live-Update. Ja, aber nehme ich euch dann eh wieder mit. Zwischen 15.50 Uhr, ich hatte gerade noch mal ein Meeting, jetzt ist eine kleine Snack-Break. Ich habe zum einen noch mal einen Flat White, habe schon getrunken, deswegen ist die Latte-Art jetzt auch nicht mehr so am Start. War gerade noch da, ich blende euch ein Bild ein und ich habe hier was Neues, was wir gemeinsam taste-testen. Und zwar ist das ein neuer Protein-Bar von Pamela Reif, beziehungsweise ein, wie sagt man, eine neue Rezeptur von ihrem Clean Protein Bar Peanut. Das war ja der erste Riegel, glaube ich, der damals rausgekommen ist. Und ich fand ihn in Ordnung, aber es war jetzt nie so für mich mein Favorite-Riegel. Und jetzt habe ich letzte Woche ein Paket bekommen von ihr mit der neuen Variante davon. Und ich habe sie zwar schon probiert, vor 2 Wochen habe ich ihn schon probiert. Und ich dachte mir, irgendwie will ich das mal mit euch teilen und euch hier direkt Feedback geben. Deswegen, cheers. Immer wenn ich das mache, so cheers mit Food, dann regen sich voll oft Leute auf, dass man das ja nicht mit Essen macht, sondern nur mit Trinken machen darf. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, sich über sowas aufzuregen. Aber deswegen, cheers. Ich finde den hier auf jeden Fall besser. Vor allem, was die Konsistenz angeht. Ich finde, der Geschmack ist relativ ähnlich sogar. Aber Konsistenz ist, ich glaube, man sieht es auch so ein bisschen, wirklich super fudgy. Richtig angenehm. Ich mag die Kakaonips da drin. Wobei ich finde, sind vielleicht ein bisschen zu viele, weil es dadurch sehr herb auch wird. Also das muss man mögen. Aber ich finde den echt, wie gesagt, deutlich besser für mich als die vorherige Version davon. Ja, bin gespannt, falls ihr den schon probiert habt, weil ich glaube, wie gesagt, der ist jetzt schon seit 2 Wochen draußen. Vielleicht hat den jemand von euch schon probiert, wie ihr den so findet. Ist ja immer so generell eure Meinungen auch zu verschiedenen Riegeln und so zu bekommen. Deswegen lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, falls ihr ihn schon kennt. Lass mich schmecken, zusammen mit meinem Flat White packe ich mich wieder an den Schreibtisch und melde mich später nochmal bei euch. Ja, ich habe nichts mehr zu sagen, ich muss arbeiten. Wir haben 19:23 Uhr, ja, ich höre mal wieder die gemischte Sackfolgen durch, es ist immer Pause, ihr wisst Bescheid. Und eventuell habe ich schon Abend gegessen,
und es vergessen zu filmen. Und meine Stimme ist auch gone. Ich hatte vorhin auch noch ein Daily Gut. Dieses hier, Daily Gut mit Kollagen. Ich mache mir das immer mit Mandelmilch und Eiswürfeln. Ich mega nice. Das war noch so, also das habe ich nach meinem Coffee und Riegel gesnackt. Ich glaube so 17:30 oder so. Gesnackt, getrunken. Ja, und dann habe ich mir Abendessen gemacht. Es war auch eigentlich einfach nur, das ist die Gemüsepfanne gewesen. Also dieses, diesen Gemüsemix, mediterraner Gemüsemix. Also von Froster, diese Dinger hier, die sind auch komplett ungewürzt. Ihr müsst nur darauf achten, dass sie ungewürzt sind. Aber selbst wenn nicht, also manchmal ist da halt so ein bisschen Zucker drin oder so. Also wenn da zum Beispiel sowas wie, wer ist das? Kandierter Ingwer oder sowas drin ist. Das habe ich mir einfach in die Pfanne gemeinsam mit Tofu. Dieser, okay, den hole ich jetzt, den hole ich, die packe jetzt nicht aus dem Müll. Aber dieser Black Forest Tofu, den hatte ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Mein Lieblingstofu. Davon einfach einen Block in die Pfanne geschmissen und das war das Abendessen. Eh nicht so spektakulär, aber ich habe es halt trotzdem vergessen zu filmen. Und jetzt mache ich einen Walk, weil ich habe gerade noch einige Reels geschnitten. Ich höre jetzt auf zu reden, wirklich, weil ich glaube, diese Stimme ist einfach nur todesnervig gerade. Zurück von meinem kleinen Evening Walk und jetzt gibt es noch Night Snack, of course. Lini Spice Ice, Caramel und habe ich aus London mitgebracht, diese Schokolade hier von Who is die. Das ist so eine vegane Schokolade, gesüßt mit Kokosblütenzucker und auch so super dunkel, also 70%, okay, nicht super krass dunkel, aber eine dunklere Schokolade. Cashew Butter, irgendwie habe ich die besser in Erinnerung gehabt. Also ich mag ja eh kein Cashew, aber ich hatte die mal mit Aileen, glaube ich, in einem YouTube-Video getestet. Und da fand ich die eigentlich echt lecker. Ich habe offensichtlich auch schon was davon gegessen. Also ihr seht, die ist so gefüllt. Hazelnut, it is. Also die finde ich viel, viel leckerer. Da ist die Konsistenz auch viel cremiger. Ich habe gehört, bei Halsschmerzen, da hilft Eis. Mmh. Bei so einem Magnum. Da ist die Schokolade, by the way, mit Dattel gesüßt. Richtig schön fette Chocolate-Schicht. Es ist so, so lecker. Und ich muss leider euch sagen, dass es das nicht mehr lange geben wird. Also falls ihr es noch nicht probiert habt, macht es jetzt noch. Ich packe euch gerne auch nochmal meinen Code rein und verlinke es euch. Und jetzt ist meine Speicherkarte voll, deswegen sage ich gute Nacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das kleine Schienbein-Fuß-Marathon-Update. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Good night.